Mein Name ist Kusavasch und bald geht's los. Ich zeige euch meine Stadt Berlin mit SimCity. Schaltet ein. Kusavasch. Amius. Hallöchen. Großmann, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Guten Treffpunkt hast du gewählt. Mitten in der Stadt, Alter. Man kennt es auf jeden Fall weltweit, aber okay. Ich gehe davon aus, es gibt noch einige weitere Hotspots hier, die 100%. Du mir zeigen wirst. Definitiv. Ich würde dir gerne ein bisschen was zeigen. Ich habe eine kleine Route vorbereitet. Wenn du Bock hast, können wir losmachen. Das freut mich. Let's go. Waldemarstraße 68, vierter Stock. Da haben meine Eltern und ich das erste Mal gelebt, als wir nach Berlin gekommen sind. Später dann auch mit meinen Geschwistern. Und da habe ich tatsächlich auch meine ersten Lyrics geschrieben. Da war mein Kinderzimmer halt, mein Jugendzimmer mit dem doppelstöckigen Bett. Und darunter habe ich gesessen und die ganze Zeit Lyrics geschrieben und die ersten Beats gebaut und so. Also Berlin und die ganzen Stadtteile verändern sich ja immer wieder so. Ja. Ne? Und das war damals eine ganz andere Area. Also hier wollte nicht gerne jeder hinziehen. Nicht unbedingt. Oder das war schon eher so ein bisschen ein Arbeiterviertel, ein bisschen Hood auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir haben das auch zelebriert so. Es gab damals noch so in Berlin auch bis zu einem gewissen Punkt die Gangs und so weiter. Okay. Und ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die bestimmt 10, 15 Jahre gar nicht aus Kreuzberg rausgegangen sind. Die wirklich nur in diesem Stadtteil geblieben sind und nie was anderes von Berlin gesehen haben. Also für die gab es nur die 250.000 Menschen, die hier gelebt haben und mehr nicht. Insofern war es eigentlich eine Kleinstadt so gesehen. Wo gehen wir jetzt hin? Was wäre jetzt so spontan dein nächster Spot, wo wir hingehen sollten? Ich würde jetzt weiterfahren. Ich würde jetzt wahrscheinlich in Richtung Prenzlauer Berg oder Mitte und würde euch vielleicht so ein paar Stellen sagen, die ein bisschen mit Musik zu tun haben, aber auch Sachen, die jetzt aus meinem alltäglichen Leben, wo ich immer wieder mich mal befinde. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Meteoritenhagel oder UFO-Attacke? Das ist eine geile Frage. Also ich tendiere mehr zur UFO-Attacke. Die Meteoriten sind auch cool, aber ich glaube, ich fände es interessant, wenn die UFOs kommen und die Stadt übernehmen oder die Stadt halt auseinanderpflücken. Das fände ich geil. Atomkraft oder Windenergie? Ich würde sagen, als Bio-Rapper tendiere ich zu der Windenergie. Finde ich irgendwie sympathischer. So, es bleibt exklusiv. Wo geht's jetzt hin? Ich habe euch jetzt zum Knarkclub gebracht. Okay. Und das Interessante an diesem Knarkclub ist, nicht nur, dass es eine legendäre Konzertlocation ist für alle möglichen Acts. Es ist so, hier habe ich das erste Mal meine selbstproduzierten Tapes vertickt, die West-Berlin Maskulin Tapes. Das erste Mal haben wir so 10, 20 Stück verkauft, ein Zehner das Stück, D-Mark noch damals. Ja. Und ich glaube, da haben wir unsere ersten 200 Mark mitgemacht. So. Lass uns den Laden mal auschecken. Wir rocken rein. Okay. In die heilige Brutstätte quasi. Das sah aber damals ein bisschen anders aus, oder? Das sah definitiv anders aus. Das ist quasi weg, Alter. Ich glaube, die bauen das ganze Ding um irgendwie. Ich erinnere mich, ich glaube, Hieroglyphics sind hier aufgetreten und ich war großer Fan von denen. Du weißt, die Oldschool West Coast. Aber sowas von Oldschool, ja. Davor waren wir beim Tape-Kopierer und da haben uns halt unsere frisch kopierten Tapes abgeholt. Wir haben ja auch immer nur geringe Stückzahlen gemacht. Hingen dann hier und haben den Leuten das angedreht und meinten, ey, hör dir das mal an, das ist geiler deutscher Rap und so. Das Interessante ist ja bei SimCity, da kannst du alles bauen, was du willst. Ne? Wenn du jetzt so zurückgehen würdest, gäbe es da so eine Location, die du am liebsten damals gehabt hättest, wo du deine Tapes immer hättest verkaufen können? Also so regelmäßig so dein eigener Laden? Hättest du sowas gebaut? Ich hätte mir das schon gebaut. Ich hätte halt so einen Spot gemacht, wo junge Leute hinkommen können, sich beweisen können, freestylen können und so weiter. Und gleichzeitig, wo man auch ein bisschen sein Business ankurbeln kann, auf jeden Fall. Also quasi so eine Open-Mic-Session. Genau. Geil. Aber das Knack kommt dem Ganzen schon sehr nah, auf jeden Fall. Back to the roots. Yes, ja, dann Sir. Gehen wir doch einfach mal hier ein bisschen was weiter auschecken.
Amis, diese Straße wollte ich dir noch zeigen. Hier komme ich zum Beispiel hin, wenn ich Inspiration brauche. Nicht wegen dem Auswärtigen Amt unserer Rechten, sondern wegen den Townhouses. Die sind geil, Mann. Was ist das denn? Ja, Mann. Ich liebe die Architektur, Alter. Das ist von einem anderen Designer designt und von einem Architekten designt. Und als die Baufreigabe durch war, in wenigen Stunden waren die direkt verkaufte Teile. Komm, gibst du. Hast du irgendwann mal darüber nachgedacht? Nee, ich habe nicht zugeschlagen. Stadt liebe ich, dass es hier ein großer Pool von Inspiration und Motivation ist, weil jeder will hier etwas machen. Es gibt so viele verschiedene Leute und wenn ich mal nicht inspiriert bin oder nicht motiviert bin, gehe ich einfach raus, fahre irgendwo hin und hole mir halt durch die Stadt, hole ich mir die Energie und die Inspiration, die ich brauche, um musizieren zu können.